Er will nicht zum Friseur. Vicky ist ein Weißkacker, wie man am Namen schon gleich schlussfolgern kann. Geboren am 8. Oktober 2007 in unserem Zoo. Waschechter Wolfsburger. Tatsächlich waschecht, insofern, dass die schwarze Wolle natürlich nicht gefärbt ist, sondern also die Naturfarbe. Und insofern, wenn Sie jetzt Alpaka-Züchter werden, dann wäre dieser schwarze Alpaka gar nicht so begeistert. Schwarze Wolle können Sie wirklich nicht färben. Am höchsten geschätzt werden dementsprechend also weiße Alpakas, weil da alle Möglichkeiten aus der Wolle dann verschiedene Farben und Produkte machen. Es ist sicherlich schon deutlich zu sehen, dass das Alpaka sich lieber nicht scheren lassen würde. Deswegen müssen also ungefähr 3 Personen im Durchschnitt das Alpaka halten und nicht bändigen. Worauf Sie besonders achten müssen, ist, dass Sie nicht vor dem Mund sich passieren, vor dem Maul des Tieres. Sehr versprichwortlich, dass Lamas und Alpakas sind sehr eng mit dem Lama verwandt. Das ist praktisch die zweite Haustierform, die man aus der Wildform des Guanacos in Südamerika gezüchtet hat. Dass viele Tiere sich zu Verteidigungszwecken der Wache des Anspeilens bedienen können. Das ist also kein Aberglaube oder übertrieben, das passiert tatsächlich. Alpakas, Lamas, Guanacos und auch die Kunias, die andere wilde Form der Kleinkamele Südamerika, können, wenn sie sich bedroht fühlen, sehr gezielt spucken. Da gibt es 2 Stufen. Stufe 1 ist tatsächlich eine Speichel, das kann man irgendwo oder auch nicht. Wenn es aber dann richtig haarig wird, dann wird auch mal tiefer in die Magenhöhle gegriffen. Dann kommt also Vorverdautes zum Einsatz. Ebenso viele Gitter vor allem in die Augen des Angreifers geguckt wird. Sie können sich vorstellen, das ist versetzt mit Magensäure. Das riecht eigentlich nur sehr unangenehm, sondern das brennt einfach auch ordentlich. Und so kann man sich dann zum Beispiel die Pumas erwehren, der versucht, das junge Alpaka-Pol der Mutter abzujagen. Oder auch, wenn die Hengste sich untereinander bekämpfen, um die Weibchenherden konkurrieren, dann kommt auch dieses Anspucken zum Einsatz. Und natürlich ist auch für meine Alpaka, die sich scheren, eine Situation, in der es versucht zu entrinnen, indem man eben seine Tierpfleger dann auch mal anspuckt. Also insofern immer die Mündung weghalten vom Körper. Ein typisches Verhalten für die Kleinkamele ist, wenn sie sich eben mehr oder weniger ausweglos ausgeliefert fühlen in der Situation, sich auf den Boden zu legen. Das haben wir gerade eben gesehen. Das macht natürlich das Halten des Tieres dann auch wieder ein bisschen leichter. So wird natürlich auch das Alpaka, das Lama, als Haustiere der südamerikanischen Hochgebirgsziege gehalten. Sie können bei uns diese beiden Haustierformen vergleichen. Auf der im Prinzip Rückseite dieses Geheges finden wir unsere Lama-Gruppe. Ihnen wird auffallen, dass die Tiere deutlich größer sind und weniger Wolle, die nur langhaariges Fell aufweisen. Diese beiden Haustierformen erfüllen unterschiedliche Zwecke in ihrer Heimat. Das Lama ist in allererster Linie Jagdtier, bekommt also Lampen auf den Rücken gebunden,
Museum und sind dann über die Presse geführt von den... Und der Schwan, wo ist der Schwan? Zum Teil wird auch das Schwan verwendet. Aufgeschoren. Dass sie eben eine sehr viel stärkere Wollproduktion aufweist und alle 2 Jahre das Haarwachstum so vorangeschritten ist, dass tatsächlich auch geschoren werden muss. Alpaka haben also keinen regulären Fellwechsel mehr, so wie das ja bei fast allen Tieren und Schlafzeiten abhängig der Kalt ist. Sie können das eigentlich bei der Dienste schön an unseren Leitlinien beobachten. Im Moment, dass die nicht verlumpt aussehen, wie ein Fett ist, die verliert also gerade ihr Winterfell und sind darunter auch schon wieder Alpaka gründet also ihre Wunder nicht verlieren. Die würde zwar länger werden, Auch wenn wir also die Alpaka nicht halten, um die Wolle kommerziell zu nutzen oder die Wolle für spezielle Sachen wirklich zu brauchen, sind wir also dazu gezwungen, die Tiere tatsächlich zu scheren, weil sonst eben Probleme mit ihrer Temperaturregulation in erster Linie bekommen würden. Vorteil eben, die wir haben, dass die Wolle wirklich langsamer wächst. Wir also nur 2 Jahre den Herrn Zimmer, den Schafscherer, den wir dort mit der Maschine Obwohl Alpaka, wie gesagt, Haustiere sind, also keine Haustiere, an solche Vorgänge, wenn wir gewöhnt sein könnten, nachvollziehbar, wenn das nur 1-2 Jahre einmal passiert, dann ist das jedes Mal auch wieder für das Alpaka eine neue Situation oder eine vielleicht auch noch innerliche, unangenehme Situation, der es also ausweichen möchte und der es dann versucht auch zu entfliehen. Zusätzlich zu der aktiven Schuhe, die wir gerade beigebracht haben, haben wir ja auf der Rückseite des Alpaka-Stalls den Wollmarkt aufgebaut, wo sie eine Vielzahl von Wollprodukten, auch Wollverarbeitungsmethoden, wie das Spinnen von Wolle, sich anschauen können. Sie können auch zum Teil selber tätig werden, das immer ausprobieren. Weiterhin haben wir das Alpaka-Quiz für Sie vorbereitet. Und so werde ich eine Kasse mitgenommen, den Quizbogen. Da kommt schon wieder Neues. Ja? Vor der Anlage der Briefkasten, wo auch noch Schokolade und Ausfüllen vorhanden sind. Nach der letzten Schuhe heute Nachmittag findet die Verlosung der Quizlöser statt. Wir haben 3 Preise zu vergeben. Aufpreis, eine Jahreskarte von den Gastgebern. Also begeistert oder schädigen, wenn Sie eine haben oder gewinnen Sie auf diese Weise eine weitere. Weiterhin wird es jetzt nach jeder direkten Schuhe die Möglichkeit geben, mal zu schätzen, was da eigentlich an Wolle zusammenkommt. Wenn dann das Alpaka mehr oder weniger nackt dasteht, was ist eigentlich runtergeholt worden von diesem Alpaka-Mehl? Sie werden also die Wolle reden und Sie können einmal schätzen, wie viel das eben auf den Wagen gebracht hat und der Schätzer, der den Ergebnis, das tatsächlich dann am nächsten gekommen ist, der bekommt dann auch als kleinen Zwischengewinn eine Freikarte für das Cinemax-Kino in Magdeburg. Dort wird heute der Disney-Film Schimpansen an, ein Naturfilm, der für den Schicksal eines Schimpansen seines Lebens beschäftigt, den Urwald also begleitet. Wir haben morgen größten Spatenstich Magdeburgs vorbereitet, wenn wir in Wien des Bauers und des Schimpansenhauses zelebrieren möchten. Insofern also die Möglichkeit, heute Abend zu dieser Filmpremiere zu gehen. Aber diese Karte geht auch darüber hinaus. Also man kann es nicht anschauen, man kann es aber auch nicht. Gibt es vielleicht eine
Hm? Oh, die Ohren auch. Die Pony muss auch gucken. Oh, auch das Weiß. Sehr, sehr schön. Das sind ja alle Alpakas-Fee. Wie viele sind da? Wir haben heute mal so ein optimales Wetter für diese Schuhe. Denn einerseits ist es schön, dass es trocken ist, dass natürlich die Tiere nicht so nass werden. Gerade wenn man die dann auf die Ohren zum Scheren, also ein bisschen so einsauen, wenn man so will. Andererseits ist es aber auch schön, dass es nicht so heiß ist. Und natürlich spielt das Alpaka jetzt dann einen gewissen Stress. Und festgehalten, umso heißer wird es auch für den Packer werden. Guck mal, was für ein Hals gekriegt hat. Viel schlanker. Dann ist einfach das Alpaka fertig. Wenn es fertig ist. Dann muss es erstmal wieder aufstehen. Na, langsam, langsam. Na. Ja, dann können wir jetzt schon erkennen, was eigentlich vom Alpaka übrig bleibt, wenn die Hocke erst mal runter ist. Da kriegt dann immer erstmal so ein bisschen Schreck, wenn Sie sehen, gleich unterhalb der ersten Abgemagert und dann die nächste hervorragende Position draußen, die wir Alpakas haben wollen. Aber es ist eben schon beeindruckend, was eigentlich. Ich muss erstmal von der Wolle ins Bein. Das Bein war immer noch zu viel Wolle. Meine Hals ist auch schon ausgestattet, ja. Auch mit der Gänsegurgel. Das ist der fertig, oder? Hat es eigentlich vier Ball oder drei? War das eine ernsthafte Frage? Ja. Wo sind eigentlich die anderen Alpaka? Ich weiß, kommen wir. Wenn wir jetzt sehen, dann sehen wir vielleicht das Geschwarme. Das oh, ich hätte gesagt, das ist das so viel. Ja, das sieht aus, als wenn daneben noch eins liegt. Fertig? Ne, ich glaube das andere Bein da noch nicht. 1,42 bestimmt noch, oder? Ach ne, das ist doch schon. Oh, da ist die andere Hälfte des Alpakas gerade aufgestanden. Was macht ihr denn da? Oben der Pony muss noch geschnitten werden. Oh, das gefällt dir wohl gar nicht. Er hat jetzt zum Glück kein Spiel mehr. Ja, und da ist das erste Alpaka ohne Wolle.
die begeisterte Presse dokumentiert noch einmal diesen neuen Zustand. Und wir bedanken uns beim Fahrlehrer für die ganze Arbeit. Oh. Na. Das will schnell. Los weg. Es bleibt jetzt wohl noch.